Herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung in das Copendia Seminartool. Sie wollen unkompliziert Online-Seminare, Schulungen, Meetings oder Distanzunterricht gestalten? Das Copendia Seminartool bietet Ihnen die richtige Umgebung dafür. Mit dem Seminartool führen Sie lebhafte Videokonferenzen durch. Sie vermitteln Inhalte auf effiziente Weise und aktivieren Ihre Teilnehmenden mit kleinen Umfragen. Sie setzen das Whiteboard für ein gemeinsames Brainstorming ein und organisieren Gruppenarbeit in den Breakout Rooms. Sie erhalten von Copendia einen Zugang zu Ihrem persönlichen Administrationsbereich. Hier haben Sie Ihre virtuellen Seminarräume immer im Blick. Neue Räume legen Sie über Raum erstellen an. Sie vergeben einen Namen für den Raum und regulieren die Zugriffsoptionen. Den Link für die Teilnahme versenden Sie per E-Mail. Über Starten öffnen Sie den gewünschten Raum. Beim Betreten des Raums entscheiden Sie und Ihre Teilnehmenden, ob Sie ein Mikrofon nutzen oder nur zuhören wollen. Bei der Teilnahme mit Mikrofon müssen Sie die Nutzung des Mikrofons erlauben und anschließend einen kurzen Echo-Test durchführen. Sie hören sich gut? Wunderbar, dann kann es losgehen. Im Raum können Sie jederzeit Ihr Mikrofon stumm schalten. Über den Telefonhörer verlassen Sie die Audiokonferenz oder starten Sie erneut, falls Sie ein anderes Mikrofon auswählen wollen. Über das Kamerasymbol schalten Sie Ihre Webcam hinzu. Auch die Übertragung der Webcam müssen Sie erlauben. Sie wählen eine Kamera aus und stellen die Übertragungsqualität ein. Mittlere Qualität ist hier empfehlenswert. Auf der linken Seite haben Sie die Übersicht über Ihre Teilnehmenden. Sie sehen, ob die Mikrofone aktiviert sind und welche Rolle die einzelnen Teilnehmenden haben. Es gibt drei Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen. Die Teilnehmerrolle erlaubt grundlegend die Teilnahme an der Audio- und Videokonferenz und das Schreiben im Textchat. Die Moderatoren unterstützen die Seminarleitung und dürfen zum Beispiel einzelne Teilnehmende stumm schalten oder sogar aus dem Raum entfernen. Die Rolle Präsentator ist nur einmal im Raum vergeben. Standardmäßig haben Sie als Seminarleitung diese Rolle. Nur ein Präsentator kann Präsentationen in den Raum laden, den eigenen Bildschirm teilen, das Whiteboard aktivieren und kleine Umfragen starten. Die Rollen können flexibel vergeben werden und über das kleine Einstellrädchen erhalten Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten zu den Berechtigungen der Teilnehmerrolle. Die Teilnehmenden können einen aktuellen Emoji-Status anzeigen. Das ist hilfreich für schnelle Rückmeldungen an die Seminarleitung. Die Teilnehmerübersicht wird bei Bedarf als Liste ausgegeben. Im Chat werden kurze Textnachrichten veröffentlicht. Auch ein Privatchat zwischen zwei Personen und der Export des Chatverlaufs mit Zeitstempel ist möglich. Die geteilten Notizen sind geeignet, um eine Agenda abzubilden oder gemeinsame Umgangsregeln zu formulieren. Die Notizen können in verschiedenen Formaten exportiert werden. Das ist unter anderem hilfreich, wenn Sie ein Protokoll führen. Mit der Präsentatorrolle haben Sie Zugriff auf das Aktionenmenü. Hier können Sie kleine Umfragen starten als Abstimmung oder Wissensquiz. Eine Umfrage aktiviert die Teilnehmenden und sie erhalten wichtige Rückmeldungen zu deren Erfahrungen, Meinungen oder zum Lernstand der Gruppe. Die Frage- und die Antwortmöglichkeiten schreiben Sie im Vorfeld auf eine Folie. Im Raum geben Sie die entsprechenden Antwortmöglichkeiten frei und veröffentlichen das Ergebnis auf der aktuellen Folie. Eine weitere Option ist das Hochladen und Präsentieren von PowerPoint-Folien, Bildern oder PDF-Dokumenten im Raum. Sie laden mehrere Präsentationen von Ihrem Rechner hoch, wählen aus, welche Präsentation aktuell im Raum gezeigt werden soll und entscheiden, ob die Präsentation von den Teilnehmenden heruntergeladen werden kann. Im Raum navigieren Sie sicher durch die Folien. Ein virtueller Laserpointer lenkt die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die wichtigen Inhalte. Über die Werkzeugleiste rechts nutzen Sie Stifte und Textfelder,
um Inhalte auf den Folien zu markieren oder spontane Anmerkungen zu ergänzen. Eine leere Folie wird dank der Werkzeuge zu einem Whiteboard. Der Multi-User-Mode erlaubt allen Teilnehmenden, das Whiteboard zu bearbeiten. Eine weitere Aktion ist das Abspielen eines Videos aus einem Videoportal wie YouTube oder Vimeo. Sie fügen den Videolink aus der Zwischenablage ein und das Video mit Ton startet für alle Teilnehmenden automatisch im Raum. Über das Lernmanagementsystem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Teilnehmenden in einen geschlossenen virtuellen Raum. Wenn Sie Dokumente von Ihrem Rechner oder Webseiten zeigen wollen, nutzen Sie die Bildschirmfreigabe. Im Fenster wählen Sie den Inhalt aus, ein Office-Dokument beispielsweise, eine Webseite oder auch einen ganzen Bildschirm, auf dem Sie dann flexibel verschiedene Inhalte aufrufen können. Wenn Sie Gruppenarbeit veranstalten wollen, nutzen Sie die Breakout Rooms, in denen die Teilnehmenden in geschützten kleinen Webkonferenzräumen Aufgaben und Themen kooperativ bearbeiten können. Die Breakout-Räume werden über die Teilnehmerübersicht angelegt. Sie wählen, wie viele Räume Sie benötigen, geben die Dauer ein und ordnen die Teilnehmenden den Räumen zu. Dies kann per Zufallsprinzip, per Selbsteinschreibung oder manuell per Drag and Drop durch Sie geschehen. Die Breakout-Räume und die jeweiligen Teilnehmenden werden im verbleibenden Hauptraum angezeigt und Sie können die Gruppenräume betreten oder per Audiokonferenz den Diskussionen in den Räumen folgen. Sie haben die Möglichkeit, Seminare aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen im Administrationsbereich über einen Link zur Ansicht freizugeben. Bei Bedarf ergänzen Sie das Copendia-Seminartool mit einem passenden Lernmanagementsystem, in dem Sie weitere Materialien, Aufgaben und Testfragen bereitstellen können. Das Seminartool basiert auf der beliebten Konferenzsoftware BigBlueButton und kann als Plugin in Lernmanagementsysteme wie Ilias oder Moodle integriert werden. Haben Sie Lust, das Copendia-Seminartool selbst auszuprobieren? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Sie erhalten 4 Wochen Zeit, das Tool unverbindlich und kostenfrei zu testen. Bei Bedarf erhalten Sie gern eine Schulung unserer qualifizierten Mediendidaktiker. Wir beraten Sie gern.